Halleluja! Einen wunderschönen guten Abend hier zu einer ganz, ganz besonderen Sendung heute, dem Staffelfinale des Sony Web Talks. Zweite Staffel, letzte Sendung, und wir haben uns für diese Sendung einen ganz besonderen Gast herausgesucht, und ich bin mächtig stolz, dass ich heute mit ihm sprechen darf. Ich habe damals seine Reportagen im Stern, im Geo bewundert und bin manchmal nur wegen ihm zum Zeitungskiosk gerannt und habe mit durchgeblättert und habe irgendwann, kann ich mir gesagt, das will ich auch mal. Ja, wir haben heute einen tollen Gast, Hans-Jürgen Burkhardt. Bevor der gleich reinkommt, möchte ich wie immer erstmal das liebe Sony Pro Team vorstellen, und ich kann euch jetzt schon versprechen, die nächste Stunde wird so aufregend wie atemberaubend, und eine ganz atemberaubende Frau haben wir hier schon mal, die Nicola. Hallo Nicola. Oh, Steffen, was für eine Überleitung, das ist ja Wahnsinn. Das kann ich. Unglaublich. Ich bin schon wieder ganz überrascht. Das ist der 10. Talk, der letzte Talk von der zweiten Staffel. Mal schauen, ob wir in eine dritte gehen. Hans-Jürgen Burkhardt, also ich bin ein Riesenfan. Ich freue mich wahnsinnig auf die Stunde. Wahrscheinlich ist die Stunde viel zu kurz, so wie ich das bis jetzt einschätzen kann. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Die Bilder sind nichts für zarte Nerven, sage ich mal so. Aber das ist das Leben, ne? Das ist Reportage, und es geht nicht besser. Grundsätzlich, wenn ihr gleich irgendwelche Fragen habt, stellt sie ruhig, sowohl an Hans-Jürgen Burkhardt als auch an uns, irgendwelche technischen Fragen. Dazu einfach unten bei euch in die Leiste klicken, die F&A-Funktion, und wir sind dann gleich im Backend mit dem ganzen Pro-Team und beantworten oder schieben die Fragen an Steffen durch. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Danke, liebe Nicola. Dann, wie immer an dieser Stelle, den lieben Oliver sitzt vor seinem Riesenrad in Berlin. Und Oliver ist auch ein Team des Sony, ein Mitglied des Sony Pro Teams, und sehr versiert, und wird eure Fragen, die ihr unten in der F&A-Funktion stellen könnt, natürlich immer im Hintergrund schon bearbeiten und beantworten. Und falls Oliver sieht, dass das eine Frage ist, die wir dem Hans-Jürgen stellen können, dann wird er die da durchfinken. Lieber Oliver, ich grüße dich. Genau, sehr schön formuliert. Also eigentlich kann ich dazu nichts mehr hinzufügen. Also Hans-Jürgen Burkhardt heute, glaube ich, ein sehr, sehr guter Abschluss von unserer zweiten Staffel. Ich habe ihn letztes Jahr kennenlernen dürfen, persönlich, als die Welt noch ein bisschen anders war, als es dieses Jahr der Fall ist. Also sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Also wenn man, glaube, heute nach der Stunde letztendlich nochmal nach seinem Namen googelt, wird man halt auch nochmal eine ganz andere Beziehung teilweise zu Fotos bekommen, weil die Geschichten darum, glaube ich, sehr, sehr spannend sind. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Stunde heute, und ich glaube auch, dass die Stunde bei weitem nicht ausreichen wird. Davon gehe ich auch aus. Also wenn ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, dann könnt jetzt schon mal absagen und alles, was ihr heute Abend noch geplant hattet, eigentlich jetzt schon verschieben. Der Dritte im Bunde, unser lieber Sergej. Wo finden wir dich? Wieder in Köln, irgendwo in der Nähe von Köln. Genau, so ist es. Heute mal wieder im Homeoffice. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Talk. Ich konnte schon ein bisschen Material sichten von Hans-Jürgen in der Vorbesprechung. Und daher kann ich es eigentlich kaum abwarten und will auch nicht zu viel Zeit rauben. Von daher gebe ich auch gleich direkt zurück an dich, Steffen. Danke. Ja, ich habe es ja eben schon angekündigt. Unser heutiger Gast, der Hans-Jürgen Burkhardt, hat irgendwann mal wirklich an der renommierten Folkwang-Schule in Essen studiert, Fotografie, und hat dann als Holzfäller und Schlittenhundetrainer in Alaska und Kanada gelebt. Darüber hat er angefangen zu fotografieren bzw. Reportagen zu machen, ist dann zum Stern, zur Geo, und wurde dann in Moskau vom Stern als einziger Fotokorrespondent akkreditiert, saß mit Gorbatschow am Tisch und hat so ziemlich alle Größen, aber auch die nicht so schönen Dinge, die es in Russland nach dem Zusammenfall der Sowjetunion gab, hat die da fotografiert. Er hat Preise und Ausstellungen, soweit das Auge reicht, hat in den Deichtorhallen ausgestellt unter anderem, hat den ICP Award, den Infinity Award für den Bereich Fotojournalismus, zusammen mit Bresson und Sebastian Selgado, Bruce Weber bekommen. Also wenn ihr glaubt, dass das jetzt schon beeindruckend ist, dann wartet mal die nächste
Stunde, möglicherweise die nächsten 2 Stunden ab, weil ja, der Hans-Jürgen ist ein, ich hoffe nicht, dass es mir übel nimmt, ein altes Schlachtrost. Leute wie ihn gibt es, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil es diese Art von Job gar nicht mehr gibt, wo Magazine, Fotografen einfach durch die Gegend schicken und auch mal über lange, lange Zeit an einem Ort sind, um Fotos zu sammeln. Das ist leider, die Zeit ist, glaube ich, leider vorbei. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ich bin mir fast sicher, dass es nicht sein wird, aber umso mehr freue ich mich, heute mit Hans-Jürgen darüber zu sprechen, wie es damals in dieser Zeit war, und seine beeindruckenden Fotos wird er uns zeigen, und ich glaube, ja, so viel werde ich nicht zu Wort kommen. Deswegen komm zu uns, lieber Hans-Jürgen. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt kannst du dich wieder sozusagen links unten entsperren. Also entstumm schalten, da ist er schon. Darf ich mich einklicken? Hallo, mein Lieber. Schön, dich zu sehen, und ja, toll, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich habe dich ja schon angekündigt als das letzte Schlachtrost der Magazinfotografie. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist und was du da alles erlebt hast? Ja, vielen Dank. Ist ja toll, dass man mir versprochen hat, dass ich jetzt keine Technik erklären muss. Davon habe ich nämlich keine Ahnung. Ich fotografiere halt nur sehr gerne und sehr lange und immer noch mit großer Leidenschaft. Und eins fiel mir noch auf, weil wahrscheinlich der eine oder andere jetzt hier, der Zuhörer, aufspringt. Ich habe in Dortmund studiert, bin aber nebenher auch mal an die Volkwangsschule gegangen. Entschuldigung. Und nee, alles gut. Und als ich wollte eigentlich zu Otto Steinert damals, das war das Mekka, und der ist aber dann gestorben. Und dann kam jemand anders, und ich bin dann als Gasthörer auch da gewesen. Aber ja, ich habe irgendwann mal in der Schule meinen Kunstlehrer, der hat mal ein Foto gemacht von mir. Das klinke ich jetzt mal ein. Das hat mich sozusagen getriggert. Das bin ich irgendwie mit 17 oder sowas. Du musst doch dein Bildschirm freigeben unten. Okay. Zum Bildschirm freigeben Button. Bildschirm freigeben Button. Siehst du, das genau. Wo ist denn das Ding nochmal? Eigentlich ist der unten, unter deinem, ja, du hast ja das Fenster, wo du mich siehst, und unten müsste ein Bildschirm freigeben Button sein. Ah ja, warte, hier ist er. So ist es, ja. Wunderbar, klasse. Bildschirm. Dann sehen wir auch, was du siehst. Da siehst du, das ist mit der Technik immer so eine Sache. Mach nichts. Hab ich schon gesagt. Also, das ist zum Beispiel so ein Bild, jetzt seht ihr es, ja, ich mit 17, ohne Brustbehaarung und in der Theater AG im Gymnasium, wo ich herkomme, im Rheinland, in Lahnstein, und mein Kunstlehrer mit der Hasselblatt hat dieses Foto von mir gemacht. Wir mussten dann irgendwie alle aufspringen und tanzen, und da, als er mir dieses Foto am Ende zeigte, Wolfgang Horbert, war ich so fasziniert, dass ich sagte, ich will in die Foto AG, habe angefangen zu fotografieren, habe mir so eine alte Elbaflex gekauft, so eine DDR-Kamera, weil das, mehr Geld hatte ich nicht, die wurde mir dann gleich in Amsterdam geklaut bei einer Reise. Und dann habe ich mir andere Kameras gekauft, habe angefangen zu studieren, wollte Biologe werden, habe aber dann angefangen zu studieren, bin dann irgendwann mal nach Alaska gefahren, weil das mir im Studium zu langweilig war, und habe dann bin quer durch Alaska getrennt, habe irgendwie in Blockhütten gelebt, am Ende der Welt, war auf Hundefarmen, habe mich von Hunden anpinkeln lassen, habe Elche erschossen in Notwehr, ja, mit irgendeinem Colt bei einem Hunderennen, weil der uns angegriffen hat, und bin dann einmal quer durch Alaska 1400 Kilometer mit der Snow Machine gefahren und habe meine erste Reportage gemacht über so ein Hunderennen. Damit ging ich zum Stern. So, und ging damals zu Gilhausen und habe ihm diese Sachen gezeigt. Und so fing ich dann irgendwann beim Stern an. Geendet hatte das jetzt mit, will jetzt mal einen Sprung nach vorne machen, weil es mir wichtig ist. Das ist so eine meiner letzten größeren Reportagen, Farbreportagen, die dann auch in einem Buch geendet hat, was ich jetzt gerade vor ein paar Wochen im Verlag Lammerhuber rausgebracht habe, was mal so eine
so eine fotografische Kür war in meinem eigenen Land, in dem ich fast nie gearbeitet habe. Ich war ja fast immer im Ausland und konnte mich mal hier so ein bisschen ausfotografieren, war nicht in so eine Story immer eingebunden, auch nicht unter so einem redaktionellen Druck dann auch bei Zeiten abzuliefern. Also das war eine Reportage, habe ich Deutschland wieder erfahren im wahrsten Sinn des Wortes und habe Szenen aus Deutschland mit Songtexten von aktuellen deutschen, ja, Gruppen verbunden. Also hier, Sie sehen das ja, habt ihr alle schon gelesen. Hm. Bin in Bayern gewesen, musste natürlich den Süden, den Norden, den Westen, den Osten haben, war in Bayern, musste die Katholischen haben und bei so einer Wallfahrt war im Osten. Marx musste natürlich auch mit rein. Wollte den Song von der Gruppe Kraftklub haben, Karl-Marx-Stadt. Denen war aber dieser Arbeitstitel, den wir damals hatten, The Sound of Germany, zu national, fanden die. Und dann haben die abgesagt. Dann habe ich eben Kasper genommen, Hinterland ist auch gut. Und traf dann so ein paar Punks, die sagten, komm doch nächste Woche wieder, dann haben wir so einen Geburtstag. Und hast du auch ein paar Menschen davor. So ist dieses Bild entstanden. Links irgendwo in der Lausitz, den habe ich dann im Badesee getroffen. Und dann fragt man sich natürlich, sag mal, wenn du den jetzt einfach fotografierst, dann kriegst du vielleicht was aufs Maul. Aber irgendwie konnte ich den nicht vorbeilaufen lassen, bin hinter ihm her. Dann sagen Sie mal, Sie haben so einen interessanten Rücken. Kann ich den mal fotografieren? Wofür ist das denn? Sag ich, ja, ich mache sowas über Deutschland. Na, Deutschland, dann ist okay, ja. So ist es zu diesem Bild gekommen. Rechts dann diese Partygeneration, Rock am Ring, The Day After, die Zugspitze, ja, war ich oben tausendmal fotografiert, war relativ langweilig. Ich sah so einen Bergsteiger, der verlor seinen Müsli-Riegel und diese Alpengeier stürzen sich da drauf. Ah, dachte ich, super Idee, bin runtergefahren, habe mir im Rewe 2 Kilo Rosinen gekauft und stand dann oben auf dem Berg und habe die mit der Hand so gefüttert, eine Hand die Rosinen, mit der anderen die Kamera. Und so habe ich einen ganzen Tag da Flashcard auf Flashcard durchgeschossen, bis ich dann eins hatte, wo das so stimmte. Ja, das ist Wahnsinn, was mir natürlich jetzt sofort auffällt, aber ich will es nur mal festhalten, ich glaube, jeder, der jetzt zuschaut, dem fällt das auf. Du schaffst es, ohne viel Tamtam, ohne eine Überhöhung des Motivs, einen unglaublichen Eindruck zu hinterlassen. Also du musst es gar nicht ikonisieren, was sich selbst ikonisiert. Das heißt, du verwendest da keine offenen Blenden, kein besonderes Licht mitunter. Das ist einfach alles so fotografiert, wie es ist. Keine besondere Nachbearbeitung. Das ist eigentlich das, was beeindruckt. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass du die ganze Zeit nur von Freaks umgeben bist, um das mal so deutlich zu sagen. Ja. Aber wie triffst du auf die? Also du musst ja irgendwie, wenn du sagst, so ein Typ mit so einem Rücken habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, ehrlicherweise. Wie findest du die? Wie kommst du auf die ganzen Typen, die du hier... Den habe ich zufällig gefunden. Ja, ich bin irgendwann mal im zweiten Tschetschenienkrieg vom Panzer gefallen und habe mir mein Knie ein bisschen verletzt. Das tut immer mehr weh, brauche demnächst mal ein neues. Und da habe ich mir E-Bikes gekauft und mit meiner Freundin bin ich dann ab und zu mal quer durchs Land gefahren, die E-Bikes hinten drauf, das E-Bike genommen und dann weitergefahren, dort, wo man mit dem Auto nicht hinkommt oder wo man vorbeifährt, und habe solche Sachen fotografiert. Klar, rechts Frankfurt-Niederstraße, dort, wo die Junkies offen drücken. Ich musste mal eine Reportage machen über einen ehemaligen Junkie, der mit Christiane F. am Bahnhof Zoo war, der aber später zum Millionär geworden ist. Und der hat mich an die Orte seines Lebens gebracht, mich in die Drückerstufen eingeführt, da im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Daher wusste ich, wo was ist. Und so habe ich den gefunden. Ja, und während ich ihn fotografiert, sagte der, du musst aber aufpassen, die Russen hinter dir, die interessieren sich für deine Kamera. Hau schnell. Also habe ich mir die Kamera gepackt, bin schnell weggelaufen, kam aber nach Hamburg zurück und dann sagte die Rechtsabteilung beim Stern, ja, ohne Release können wir das Bild nicht drucken. Nicht so. Das heißt, du hast für die meisten Fotos wirklich auch noch ein Model Release. Ein Model Release, habe mir einfach ein Release unterschreiben lassen, dass sie das die Publikation im Stern erlauben, habe mir da was ausdrucken lassen damals, ja. Und
Und dann hatte ich keinen zu denen. Und dann bin ich eine Woche später nochmal nach Frankfurt gefahren und habe den in der Drogenszene gesucht, damit er mir dieses Ding unterschreibt. Ja? Und, und habe ihn auch gefunden und hab dann gesagt, ich gebe eine Belohnung, wenn man ihn für mich findet. Und dann sind die Junkies alle ausgeschwärmt und haben den für mich gesucht und ihn dann gefunden. Und der hat mir dann ein Release gemacht und ein Smiley drunter geschrieben, for the nicest photographer I ever met, the Amerikaner. Ja. Nach all den Jahren fällt es dir wahrscheinlich überhaupt nicht schwer, wildfremde Leute anzusprechen, um ein Foto zu bitten. Wie viel Absagen bekommst du da so? Also wenn du jetzt hier mitten im Wasser bist und sagst, fängst du einfach an zu fotografieren oder fragst du vorher? Wie gehst du da ran? Ich lag am Bauch auf dem Beckenrand. Das war im KitKat Club in Berlin, wo es eine Modeshow-Party war, so eine Aftershow-Party. Und ich habe dann die Dame, die eigentlich ein Herr ist, oder gefragt, ob ich sie fotografieren kann. Und dann sagte sie ja. Und dann habe ich ihn dann nochmal angerufen und habe mir das auch nochmal schriftlich geben lassen. Habe ihr ein Foto geschenkt und gut war's, ja. Ja, wie viel Absagen bekommst du da so? Eigentlich kann ich mich an keine erinnern, wo es mir leid getan hat, ja. Also ich quatsche die Leute immer irgendwie zu und... Und alle haben dann mir ein Okay gegeben, soweit. Manche nicht, ja. Da gibt es so ein, zwei Fotos, wo ich auch gar nicht gefragt habe, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier aus Jugend, weil ja, das ist nicht ganz Jugend. Nee, bloß nicht. Keine Nippel und nix, du. Das können wir ja hinterher nicht auf drin haben. Zeigen. Deswegen, sowas habe ich halt nicht. Oder hier so ein Bild, ja, wenn du, das war dieses Foto, es war bei Union Berlin im Stadion, als ich von oben runter vom Stadiondach fotografiert, so halb angeseilt war, als die alle WM guckten, WM in Brasilien war das, und auf ihren eigenen Couches, da kannst du natürlich nicht jeden fragen, aber ich habe Close-Ups von den Leuten auch unten und die habe ich dann auch immer gefragt, ja. Die Bilder, die wir jetzt gerade gesehen haben und die du uns gerade jetzt zeigst, sind gesammelt in einem Buch, das heißt an Tagen wie diesen, das ist ein Bildband, der glaube ich, für jeden Fotografen und jeder, der sich für Fotografie oder überhaupt für Gesellschaft interessiert, zu Hause haben muss. Wann wird das erscheinen? Das ist vor 3-4 Wochen erschienen, kann man schon bei Lammerhuber, Edition Lammerhuber, das ist ein österreichischer Verlag, der Lois ist selbst ein Fotograf und Fotoenthusiast, also, dort kann man das bestellen und kaufen. Leute, ich glaube, das für Fotografen ist das eines der besten Weihnachtsgeschenke, wenn ihr euch unschlüssig seid, wem ihr was schenken wollt, das ist ein Buch, was sich in jedem Fall für jeden Fotografen lohnt und wo sich auch jeder Fotograf mit Sicherheit drüber freut. Am besten Verlag direkt, denn bei Amazon, da verdienen die nichts und man muss dann eben Verlag loben, der sowas macht, denn heutzutage, wenn Leute Bücher machen wollen, die müssen ja meistens das Erbe der Oma mitbringen, damit ein Verlag da überhaupt was publiziert und ich habe hier null bezahlt, ja, und wenn es irgendwie einen Ertrag gibt, bekomme ich sogar noch was, aber das ist dann eher so ein Herzensding, ja, für das da muss man so einen Verlag auch unterstützen, wenn der sowas macht, ja. Ah, gerade in so einer Zeit wie jetzt. Also das ist auch da, wenn es eine Quelle gibt, die nicht Amazon heißt, dann Genau. Und das sind so Bilder aus diesem Buch. Ja, dieses habe ich mal fotografiert für eine Georeportage über die Emscher, eine meiner großen ersten Reportagen. Und als ich jetzt wieder da war und wollte wieder auf dieses alte Bergmannshaus steigen und diese Kirmes, diese berühmte Beker Kirmes vor der Kulisse von Thyssen fotografieren, sagte mir die Frau, die immer noch dort lebte, sie waren doch schon vor vielen Jahren bei mir auf dem Dach, aber jetzt sind die Bäume so hoch und ich konnte das Foto nicht mehr machen, habe mich dann von so einem Fahrgeschäft nach oben fahren lassen, habe dem gesagt, aber oben nicht ausklinken, so ein Freifallturm. Dann hat er mich hochgefahren und dann habe ich ihn oben ausgelöst und dann langsam wieder runtergefahren. Geht also auch ohne Drohne. Und auf der Elbe, bei Lauenburg und das Bild nochmal.
Ja. Hans-Jürgen, hier kommen schon eine Menge Fragen rein. Der Markus fragt zum Beispiel auch etwas, das hatte ich mir aufgeschrieben als Frage. Der Markus hatte dich mal sogar getroffen in der Bildredaktion des Sterns. Wie fühlt es sich für dich an, so ein wichtiges Magazin in der Zeit visuell auch geprägt zu haben? Ist das natürlich sicherlich macht das stolz, aber ist natürlich auch ein bisschen gleichzeitig wahrscheinlich eine Träne im Knopfloch, dass es diese großen Bildreportagen gar nicht mehr gibt. Es sind ganz nette Menschen dort, ja, Andreas Trampe, Andreas Kronawitt und die anderen, die ja noch da sitzen und die Fahne versuchen hochzuhalten. Es ist halt nur schade, dass, das weiß auch jeder, da ist mir auch keiner böse bei denen, dass die Situation so ist, wie sie ist und diese Möglichkeiten, die man Fotografen gegeben hat früher, dass die nicht mehr existieren. Mhm. Es macht mich traurig und bin auf der anderen Seite natürlich froh, dass ich noch die letzten guten Jahre erlebt habe, ja, und Dinge machen konnte, vor allen Dingen auch mit tollen Autoren arbeiten können, was wichtig ist, das muss ich auch mal sagen, denn viele meiner Reportagen, die wir hoffentlich nachher noch sehen, wären ohne die Autoren, mit denen ich gearbeitet habe, nie entstanden. Ja. Die sind extrem wichtig, mit Katja Kloger, die ich aus Kindertagen kenne, die ich irgendwann mal überredet habe, in den Journalismus zu gehen. Die hat viele meiner Reportagen vorrecherchiert. Man spielt sich so die Bälle zu zwischen Fotograf und Schreiber. Ich sehe was, was für sie interessant ist. Sie sieht was, was für mich interessant ist. Gut, das hier habe ich mit Silke Müller gemacht, die Feuilleton-Chefin vom Stern. Sollte ursprünglich eine vor den Bundestagswahlen-Story werden. Und dann hat die mich gekapert und gesagt, ich will was zu deutscher Musik machen. Lass uns doch das zusammen machen. Und dann war ich sehr, sehr, sehr froh. Ist auch ein schöner Text von ihr im Heft und genauso ein Text so zu mir in dem Buch von Peter Matthias Gelde, der viele Jahre der Geo-Chefredakteur und Herausgeber war und mit dem ich meine erste Geo-Reportage zusammen gemacht habe, als man mich ausprobiert hat und er noch Journalistenschüler war. Ja. Fahr mal weiter. Wir haben leider rennt die Zeit und ich bin unersättlich, was die das ist, der Hammer. Ja, auch so ein Foto, da standen die ganzen Kollegen auf dem Dach. Ich hörte im Radio morgens, dass da die Wale gestrandet sind und bin dann morgens um 5 Uhr schnell rausgefahren in Dithmarscher Land. Da standen die Kollegen der NDR, des ZDF, alle auf dem Deich mit dem Übertragungswagen. Und keiner durfte raus, weil das Nationalpark war. Schutzzone 1, 2 oder 3, ich weiß nicht, wie das bewertet wird. Aber der Biologe vom Nationalpark, der musste raus, um Gewebeproben zu nehmen, um die dann irgendwie genetisch zuordnen zu können. Und dann sagte mir jemand da, in dem Auto liegt eine Parka. Und dann bin ich ins Auto gegangen, da war eine Parker vom Nationalpark Wattenmeer. Dann habe ich die übergezogen, die Kamera unten drunter und bin hinter dem Biologen hergedackelt und keiner hat mich aufgehalten. Und so kam ich dann zu diesen Fotos, die man später nicht mehr machen konnte. Man hat denen gleich die Unterkiefer abgeschnitten, weil da sind nämlich die Zähne von Pottwalen sind Elfenbein und woanders an der Nordsee als gestrandet sind, waren die geklaut worden. Mhm. Ja. Opernball Dresden, die Champagner-Schlürfer, ja, die Welt, die mir so fremd ist und an so einem Bild bin ich lange vorbeigefahren. Das immer ist schön, wieder, ja. Immer wieder mal, weil diese Windräder, die waren mir immer zu langweilig, aber dann irgendwann bin ich rausgefahren und habe dieses Foto gemacht und unter jedem dieser Bilder steht so ein kleines Making-of, wie das entstanden ist, ja, auch die hier, die habe ich erst fotografiert und dann gefragt, ja, und weil sonst hätte ich das Bild zerstört, wenn ich sie vorher gefragt hätte. Und oder hier der Sergeant of Arms der Bandidos in Hannover mal fotografiert beim Friedensschluss mit den Hells Angels oder irgendwo in Ostfriesland, wo es die schönsten Vorgärten gibt, dann kroch ich dann da irgendwie durch diesen Vorgarten des Grauens und habe dann versucht, diese Perspektive zu finden. Dann rief mich der Künstler, der eigentlich ein Kraftfahrer war, dann aus dem Fenster und sagt, was machst du denn da? Und dann hat er mich zum Streuselkuchen eingeladen. Ja. Und das kennen wir. Oder Nordsee, ja, auf der Insel Föhr, hat meine Mutter besucht, die da am Urlaub gemacht hat, die dann mit dem Rollator über die Strandpromenade ging. Und irgendwann sah ich das und dann sage ich, Mama, stopp, musst du alleine am Rollator? Und bin dann weggelaufen, habe dann die Kamera rausgekramt und schnell das
Foto gemacht. Ja. Ganz besonders hier bei dem Buch sind natürlich immer die Liedtexte, die links neben oder rechts neben dem Foto stehen. Waren die eigentlich zuerst da oder hast du das Foto gemacht und hinterher einen passenden Text gesucht? Ich hatte ja keine Ahnung von deutscher Musik, muss ich sagen. Ja. Und dann hat die Silke mich vom Stern da erstmal gebrieft, hat mir so einen ganzen Stapel Songtexte ausgedruckt, die ich alle mal gelesen habe, versucht, die im Kopf zu behalten und bin einfach losgefahren. Und dann hatte ich ja, als ich diese Wale gesehen hatte, ich davon hörte, wusste ich sofort, ja, dass die Toten Hosen, der Song schiebt den Wal zurück ins Meer. Und klar, und so gab es immer wieder so Bilder, die ich dann fand, Applaus, Applaus, gab es mal, der dudelte hoch und runter. Und als ich dann auf so einem Rockfestival war und so eine junge Frau traf mit so einem faszinierenden Gesicht, dachte ich, oh, ja, das passt, das passt. Und dann wusste ich sofort, wie ich sowas verwende. Ja. Oder hier habe ich mal gelesen, irgendwie, da gibt es ja in Leipzig da diese Gothic-Treffen immer. Und da gab es dann Tag der offenen Tür im Krematorium. Dachte ich, oh, super, interessant. Aber das war langweilig. Dann sind die aber alle ausgeschwärmt und haben sich vor den Gräbern der berühmter Deutscher da fotografieren lassen, hier vor den Ullsteins. Und wussten aber nicht, wer Ullstein war. Und dann schrieb ich da unten drunter, ich meinte, das Rascheln der Knochen im Grab zu hören, als deren Geister sich entsetzt umdrehten. Ja. Du, Hans-Jürgen, wenn ich dir jetzt sage, dass die erste halbe Stunde schon vorbei ist. Okay, ich mache weiter. Ja. Ich zeige nicht das ganze Buch, das kann ich dir nur sagen, weil ich möchte, dass die Leute das kaufen, weil das wunderbar ist. Und hier sind wir schon bei, als es bei Geo losging, ja, das war meine erste Geo-Reportage bei Fokatuns in der Schweiz. Da eine Woche lang morgens um 7 Uhr in den Tunnel, abends um 8 Uhr raus, die Blitze explodierten, draußen kalt, drinnen feucht, Betonstaub in der Luft. Ich konnte die Kameras machen, nur krrk, krrk, krrk. Das war ja noch analog damals, das heißt, du hattest keine Kontrolle. Ne? Ich habe ja mal als Schlafwagenschaffner gearbeitet, und wo am Signal in Brieg die Züge halten. Und dann habe ich nachts dem Schlafwagenschaffner dort einen Beutel Filme in die Hand gedrückt. Und mein Freund Fritz, der ja da zuhört, der hat den in Dortmund in Empfang genommen, entwickeln lassen und im Gegenzug wieder mitgegeben. Und ich habe dann die Bilder gesehen und geheult, ja, weil ich nur Lichtpunkte im Dunkeln saß. Ja. Am Ende ist es eine schöne Geschichte geworden. Habe ich mit Gede gemacht, der Geo-Chefredakteur viele Jahre. Das war ein Stück über die Bananen. So, das Zeug war richtig schwer. Insofern ist so eine kleine Sony, wir sind ja in der Sony-Sendung, das kann ich auch mal sagen, natürlich super leicht. Und ich habe ja auch bei diesem Freund getroffen, bei so einem Jahrgangstreffen, was wir da immer machen, und habe das Ding mal in die Hand genommen. Und dieser Augenautofokus, ja, weil ich immer mehr unscharfe Bilder machte aus irgendeinem Grund, das hat mich fasziniert und da habe ich mir so ein Ding mal gekauft und deswegen bin ich jetzt hier. Das ist, es geht mir ja auch so. Also letztlich ist ja immer das Auge entscheidend, aber wenn die Kamera nicht mitspielt, nützt ja auch dein Auge nichts. Also von daher ist es eben Augenautofokus am Ende, der für mich auch eigentlich mal das Killer-Feature war. Wo sind wir hier gerade? Da sind wir in Brasilien, auch mit Peter Matthias und einem deutschen Freund und irgendwo am oberen Rio Negro in São Gabriel de Cachoeira, weiß ich noch wie heute. Und von dort aus bin ich dann ins Grenzgebiet nach Venezuela, bin alleine mit diesem Typen da mit der Brille. Der war eigentlich wegen Mordes gesucht, der war ein Fallschirmjäger-Ausbilder und der hat aber da so als Bodyguard gearbeitet. Und der hat mich dann begleitet da und so habe ich dann in diesen Goldgräbergebieten fotografiert. Das war meine letzte Geo-Reportage, so ein Israel-Special, Gazastreifen, ja, als ich da in den Lauf... Zielt der Typ da auf dich gerade? Der zielt auf mich und ich ließ mich fallen und es klatscht über mir in die Wand. Ach und, was. So, das war mein letztes Geo-Ding und dann bin ich zum Stern. Aber hier nochmal so eine Geo-Reportage, wie wir sie damals gemacht haben. Straßenkampf von Sao Paulo, das war 1985, analog. Da wurde es noch grün, wenn Neo war und mit den Jungs bin ich rumgezogen und habe solche Sachen machen könnten. Ich könnte jetzt zu all diesen Bildern Storys erzählen und ich zeige auch immer den Text mit, weil das ist, ich habe eine große, große Hochachtung vor den Kollegen, die schreiben
und die lasse ich nie da weg. Ja. Und das war ein Stück, das war eine Reportage. Das ist eine zweite Reportage, das ist die königliche Schildkröte des Königs von Tonga. Die hat einen königlichen Rang, also durfte man sich ihr nur nähern im Tongan Formal Dress, also mit so einem Bast-Ding, oder im European Formal Dress im Anzug. Ich bin damals 3 Monate durch den ganzen Südpazifik gereist, Neuseeland, Tonga, Tahiti, die Marquesas, und hatte einen Anzug dabei, ja? Außer unten Reflektor oder sowas. Und habe dann dieses Stück gemacht über einen jungen Deutschen, der revolutionär war, Gelehrter, Alexander von Humboldt, sein Lehrer war, mit Goethe und Schiller korrespondiert hatte. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die Reise in den Südpazifik. Und dieses Buch habe ich umgesetzt in neue Bilder. Hatte die Bilder des Expeditionsmalers dabei, Mr. Hodges, und habe dann versucht, diesen Geist der Expedition und das, was der Forster damals schon aufgeschrieben hat, in Bilder zu übersetzen. Es gab dann immer Quotes aus diesem Buch, in diesem altertümlichen Deutsch. Der hat ein Deutsch geschrieben, die haben wir immer eingefügt. Die heilige Insel der Polynesier mit der heiligen Blume, die nur halb wächst und nur auf diesem Berg. Deswegen ist das so kombiniert. Nach den Entdeckern kamen die Missionare und die haben dann die alten Kulturen zerstört. Das hat der Forster schon vorausgesehen. Das habe ich versucht zu visualisieren. Dort bin ich irgendwie gestrandet, hat mich das Wasserflugzeug abgesetzt, kam nach 3 Tagen nicht wieder und ich dachte, Scheiße. Und rauslaufen ging nicht, ja, wenn man da einen Unfall hat. Ich hätte über die neuseeländischen Alpen rauslaufen müssen, 200 Kilometer. Wenn ich da, oder 150, wenn ich da einen Unfall gehabt hätte, hätte mich nie jemand gefunden. Also bleiben, bleiben, bleiben. Das hatte ich in Alaska gelernt. Nie versuchen rauszulaufen. Und dann hat mich ein Fischer aufgefangen, der über Seenotfunk von mir gehört hatte und hat mich da aufgegabelt und mit dem Beiboot habe ich dann dieses Foto gemacht, ja, und mit der Sorge sah man eine Menge vortrefflicher Fische aus dem Wasser ziehen. Das war das Quote aus diesem Buch. Da unten die historischen Fotos, Mount Taranaki, der nach dem Finanzier der Expedition benannt wurde, Mount Egmont, haben sich mal die Maoris den Namen wieder zurückgeklagt, deswegen ist er fotografiert. Ja, rechts, der hat meine Kameras geklaut, dann alles komplett mit meinen Notizbüchern, alles, und dann konnte ich natürlich nicht so tun, als ob ich nicht weiß, wer es war, ja, und habe gesagt, Leute, ist doch euer Revier, ihr seid hier, das waren diese Hells Angels von Auckland, der Mongrel Mob hießen die, und das ist doch euer Revier hier, wie könnt ihr zulassen, dass Leute eurem Gast die Kameras klauen, ja, also ich gebe eine Belohnung, $1,000, Neuseeland-Dollar, waren damals 1.000 Mark, wenn ihr mir das Zeug wieder beschafft. Ein konspirativer Treff im Fish and Chips in Auckland, dann haben sie meine Kameras wieder gefunden und so habe ich meine Kameras wieder zurückgekriegt. Ja. Alles eine Reportage, das Bild war nicht in der Reportage, das dann macht man ja auch mal. Und das, der Text dazu. Ja, und, ja, beeindruckend. Und das war dann, als ich dann zum Stern ging, das war Gabriel Grüner, das habe ich jetzt unbedingt drin. Der ist dann kurz drauf im Kosovo erschossen worden, zusammen mit Volker Krämer, meinem Kollegen vom Stern. Gabriel, ein Freund, ein ganz, ganz toller Mann. Wir haben da mit Ärzte ohne Grenzen in den Hungergebieten in Afrika gearbeitet, wo jeden Tag 40 Kinder um uns verhungert sind. Oder in Angola, in diesen Minengebieten, wo die alle ohne Arme und Beine rumlaufen. Das war mit Peter Turnley in Russland, jetzt komme ich nach Russland, oder auch hier bei so einem Oligarchen-Shooting, mein erstes digitales Foto, wie man sieht. Ja. Die haben dann ein ganzes Flugzeug mit Frauen da an die Costa Smeralda fahren lassen. Und aber das war noch irgendwie, habe ich auch Tiere gemacht, ja, da mit Teles, war was mit Walrossen in Alaska. Und so eines meiner letzten Fotos, man sieht, ich bin älter geworden. Diesen Kosaken hatte ich vor 30 Jahren schon mal oder knapp 30 Jahren schon mal fotografiert in Russland. Und eine liebe Fotostudentin aus Hannover, Nana Heidmann, hatte den mal getroffen und der hat ihr von mir erzählt, dass ihn vor langer, langer, langer Zeit mal ein Deutscher Hans fotografiert hat. Ja? Mhm. Und sagte, Nana, das kann nur Hans-Jürgen sein. Und dann habe ich den jetzt vor anderthalb Jahren, als ich nochmal quer durch Russland fuhr, nochmal gefunden und aufgetrieben. So, das war auch zu Beginn meiner Russlandzeit auf dem Hotel Ukraine, auf so einem Stalinbau ganz oben. Und das ist so eine klassische Reportage, wie wir sie damals gemacht haben. Die habe ich mir angeguckt und das ist wirklich, das ist so unglaublich eindrucksvoll, was du da an Fotos mitgebracht hast. Das war zur Erklärung kurz nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, ne?
Genau, so dann, als die ersten Jungs mit dem Attaché-Koffer auftauchten und die Heime geschlossen wurden und die Bettler auf der Straße auftauchten, als die alten Systeme zerbrachen und kein neues die ersetzt hat. Es waren die Kinder, die weggelaufen sind von zu Hause im Bahnhofsknast, die dann in die Prostitution gezwungen worden sind. Das war hier die Fans von der Gruppe namens Elektroschocktherapie im Luschniki-Stadion. Man muss mal hier auf dieses Ding da gucken, in der Mitte, auf dieses Abzeichen, was der trägt mit dem Hakenkreuz. Mhm. Das waren diese Rechtsradikalen, die liefen so über den Roten Platz, wie man oben sieht. Und hier so in der Leichenhalle in Moskau sah so aus, da rief uns der Betreiber der Leichenhalle, Dr. Krieger, weiß ich noch wie heute an, sagte, Katja, Hans-Jürgen, ihr müsst kommen, ihr müsst das im Westen publizieren, vielleicht kriege ich dann eine neue Kühlung. Die Leute haben ihre Leichen nicht abgeholt, weil sie die Beerdigung so teuer waren, die Kühlung fiel aus, das verrottete alles, ganz, 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 ganz schlimm. Links oben, das sind die Gehirne von Eisenstein, dem Filmdirektor Lenin, Majakowski, Spengler. Man hat das Genie gesucht und ihnen die Gehirne rausgeholt und dann in Scheibchen geschnitten und suchte das Genie. Gibt es nur ein Foto von mir, ja. Und das war so eine Reportage. Eine zweite, ich habe so viel davon, ich habe 30, 40 von diesen Dingern gemacht. Das war jetzt eine andere Reportage, ging es um Drogen in Russland, den Drogenschmuggel aus Afghanistan. Ja, also da wurden keine Gefangenen gemacht, ich durfte keine Toten fotografieren, das war die Bedingung. War mit dem KGB-Presseoffizier dort, weil die Grenztruppen gehören zum KGB. Und die wollten mir auch mal zeigen, dass sie gegen Drogen arbeiten. Und das ist alles super reines Heroin. Und das ist die Grenze Tadschikistan-Afghanistan, das sind aber Russen, die das kontrollieren. Das ist der Pjansch, der Grenzfluss, und die beschossen dann bestimmte Korridore, sodass die Schmuggler über andere Stellen gehen mussten, wo dann die Kommandos warteten. Oder man hat aus dem Flugzeug die Leute rausgeholt, du, den in der Polizeistation am Flughafen in Moskau Wasser in den Anus gepumpt, bis dann irgendwie das rauskam. Scheiße. Oder die war voll auf Droge und das war ein lesbisches Pärchen. Wir wollten ihr Geld geben für einen Entzug und dann hat ihre Freundin links gesagt, bitte, bitte gib mir kein Geld. Die wird mich so lange anbetteln, bis ich ihr das Geld gebe, und damit sie sich Drogen kaufen kann. Ich bin da hilflos. Ich versuchte, sie von der Droge wegzukriegen. Und da war ich mit nicht mit Ärzte ohne Grenzen, sondern mit Saint Dumont unterwegs, mit einer Ärztin. Und die Frauen sagten, du kannst es fotografieren, wir sind eh schon tot. Die spritzen sich in die Beine, weil die Polizei die Arme kontrolliert. Und wenn man bei diesen Frauen dann diese Einstiche sieht, dann werden die auf die Wache mitgenommen. Und dann sagten die, ja, das Problem ist dann geht die gesamte Wache über uns drüber umsonst. Ja. Und deswegen spritzen sie sich in die Beine. Also, so Russenmafia, ja, eine meiner ersten Bekannten, die in der ganzen Welt weit nachgedruckt wurde. Das war Anfang der 90er, als das hier noch gar nicht bekannt war, St. Petersburg. Putin war damals ein stellvertretender Bürgermeister in St. Petersburg, verantwortlich für ökonomische Aktivitäten, und Kasaner-Gruppe, ja, nicht einfach. Ich habe tagelang Nächte auf den Fluren des Polizeipräsidiums geschlafen, im Schlafsack, um dann, wenn die losgingen, dann sofort dabei zu sein. Ist heute alles nicht mehr möglich. Ne? Wollte ich gerade fragen. Also ich meine, dass das eine ist ja, dass es die Redaktion kein Geld mehr haben oder auch überhaupt keine möglich finanziellen Mittel mehr haben, Leute so lange wegzuschicken. Ja. Aber hast du denn das Gefühl, dass es auch in den Köpfen der Fotografen, das merke ich immer in Gesprächen mit anderen Fotografen, überhaupt, dass man heute sich überhaupt noch in solche Situationen begeben würde? Weil ich meine, du hast da ja, ich sag's jetzt mal, Dreck gefressen. Du bist Tage, Wochen ohne, also mit hygienischen Bedingungen konfrontiert gewesen, die unter denen heute wahrscheinlich, wenn ich mir die Influencer angucke, kein Mensch mehr länger als 2 Tage aushalten würde. Aber hast du denn das Gefühl, dass auch der gesellschaftliche Wandel mittlerweile so stark ist, dass es kaum noch Leute gibt, die sich in solche Situationen begeben würden? Also Leute gibt es, ja. Ich muss dann wirklich sagen, ich kenne da in Hannover so viele tolle junge Fotografen. Die fotografieren in einem anderen Stil, ja. Die haben eine andere Bildsprache. Logisch toll, die bewundere ich, das Engagement. Nana Heidmann, die jetzt in Russland in dieser Corona-Krise in diesen Krankenhäusern gearbeitet hat. Ich glaube, irgendwas letzte Mal sagte sie mir, ja, ich glaube, ich bin selbst krank geworden und mir ging es wahnsinnig schlecht und ich habe Blut gespuckt. In einem Telefonat mit ihr.
zum Beispiel oder auch andere, die ich da jetzt immer im New York Times Magazine sehe, klasse Typen, die würden alles machen, was ich gemacht habe und sind jung, nur die, es finanziert keiner mehr, ja, ich war ja in Moskau, ich hatte dort eine Wohnung, die ich zwar selbst bezahlt hatte, hatte eine tolle Autorin und ein Team, was auch dann Dinge vorrecherchiert hat, die mit mir waren, ja, ich bin im Hubschrauber abgeschossen worden in Nagorno-Karabach, was die Aserbaidschaner von Armenien jetzt wieder zurückgewonnen haben. Da gab es ja schon mal einen Konflikt. Ja? 1990 war das, glaube ich, 89, mhm. 90, da mhm. war ich. Und da sind wir im Hubschrauber abgeschossen worden zusammen, haben gerade so überlebt. Also mit solchen Leuten hab ich gearbeitet. Mit Katja war ich hier dabei, ja, als so ein Opiumfeld, was da platt gemacht wird in Tadschikistan. Oder einer der Polizisten, mit denen ich gearbeitet habe, den ich kannte, da am offenen Grab mit seiner Tochter. Und die sagt, Papa, Pieniki, Hiroshiki. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und könnte heulen. Als der ja, das ist eine Frage, die mir schon lange auf den Lippen liegt, ja. Und die der Markus auch nochmal fragt, wie verkraftest du das? Oder wie hast du das verkraftet? Du hast ja jetzt gerade eben gesagt, Mensch, du kriegst heute noch eine Gänsehaut, wenn du drüber nachdenkst. Ja. Wie geht es dir dabei? Gibt es da Momente, wo du sagst, das kriege ich nie wieder raus aus meinem Kopf? Oder hast du da irgendwie einen Filter oder eine Trennung? Naja, wenn die Kamera oben ist, ist das ein Filter, ja. Ja. Bis ich die Kamera oben habe, ist manchmal ein Problem. Da bin ich, ja, es fällt mir manchmal noch schwer, aber wenn das Ding mal oben ist, fotografiere ich, ja, dann vergesse ich alles. Ich hatte auch immer so ein wahnsinnig gutes Umfeld, ja, hatte mir vorhin einfach mal raus, habe ich vorhin zeigen sollen, hier, so, das haben die Geo-Bildredakteurinnen mir geschenkt, ein Poesiealbum zum Geburtstag, ja, mit Bildern. Wenn du in so einer Umgebung arbeitest und so ein bisschen aufgefangen wirst, zu Hause bist, dann fällt es leichter. Das ist alles nicht mehr möglich, ja, heute. Das ist alles viel schneller, hektischer. Ja, und na, ich habe dann auch später andere Sachen gemacht. Ich habe mich interessiert für Leute, die schwer zu fotografieren sind, ja, wo man die auch sagten, ich werde nicht einmal posieren, entweder hast du das Foto oder nicht, du kannst mitgehen und dafür war ich dankbar, hier Roberto Saviano, ein bekannter Anti-Mafia- oder Anti-Camorra-Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben hat, Camorra, was ja auch verfilmt wurde, der seit Jahren unter Polizeischutz lebt, teilweise in Kasernen übernachten muss, wenn es mal wieder eine ganz aktuelle Morddrohung gibt, aber alle paar Tage die Wohnung wechselt, ja, den habe ich begleitet, so ein es ist eine exemplarische Reportage für diese Personenreportagen, die ich gemacht habe. Hier mit seinen Bodyguards in der Universität in Rom, als er heimlich den Polizeichef von Neapel trifft und mit ihm Dinge bespricht. Bei so einer Anti-Berlusconi-Kundgebung damals, wo seine Bodyguards sagten, auf keinen Fall fotografieren, sonst werden die Leute aufmerksam. Aber auf einmal schrien dann 40.000 Leute Saviano, Saviano. Auch so ein Gänsehautgefühl und wo die den dann sofort rausbrachten, weil sie Angst haben, dass er ermordet wird. Mussten sie in Betten schlafen, die nicht seine sind, ist ständig bewacht. Und hier habe ich mal so ein paar nicht gedruckte Fotos mit reingenommen. Das Aufmacherfoto hätte ich lieber das gehabt, dieses schizophrene Leben, das ist gezielt so fotografiert. Ja, das wollte ich, er schreibt und er lebt. Und das sind so getrennte Leben und er hat kein richtiges Leben mehr. Aber aus Layout-Gründen mussten wir das andere Bild nehmen. So diese No-Go-Zone in Neapel, der größte Drogensupermarkt Europas, den die Camorra kontrolliert und die sogar so Besichtigungstouren da gibt, weil da ja dieser berühmte Film gedreht wurde, kostete 50 Euro und das ist rechts dieser Camorra-Aufpasser, der guckt, ob da auch die Polizei kommt. Die Treppenhäuser sind verbarrikadiert mit Stahl und Gittern, dass so schnelle Raids nicht möglich sind. So habe ich dieses Foto gemacht. Oder als wir unterwegs zwischen Mailand und Rom halten musste und der Bodyguard tanken ging, sagte Hans-Jürgen, you know how to use the Beretta? Also, yes, I know. Und dann ließ er die Pistole da im Auto. Oder hier dieses Foto. Ich wollte ja mal Fotokünstler werden, ja. Das erinnerte mich an Tune Michaels, einer der Helden meiner frühen Jahre. Und diese Spiegelungen und diese Vielfältigkeit dieser Person. Oder ist ein toller Klavierspieler in Ferrara, im
in der Universität, als er einen Vortrag hielt. Er kann mit seinen Freunden nur telefonieren, er kann die nicht mehr treffen, und seine Bodyguards sind seine Familie immer dabei. Deswegen auch die Antennen so die, für diese Kontakte nach außen, die Traurigkeit. Er hat eine Kalaschnikow dann neben seinem Bett stehen. Oder, und ist so, das sind so diese Dinge, die ich gemacht habe hier. Das sind alles die Aufmacher. Christian Agar, ja. Die Aufmacher von Reportagen, so wie die, die wir gerade gesehen haben, ja. Mhm. Oder hier der russische Präsidentschaftskandidat Prochorow, der mal gegen Putin angetreten ist, pro forma, ja. Oder hier Fitschen, der war mal Chef der Deutschen Bank. Oder Mario Draghi oder Chodorkowski, als der damals von Genscher aus dem Knast geholt wurde, den hatte ich als Oligarch. Ist ein guter, finde ich, ja. Ich fand vorher schon mal fotografiert, kannte den. Als ich dann hörte, dass er aus dem Knast entlassen wurde, bin ich sofort nach Berlin gefahren, weil es da so eine Ad-hoc-Pressekonferenz geben würde. Kam ich natürlich nicht mehr durch. Die Berliner Kollegen sind natürlich alle sehr, sehr tough, und dann stand ich dann in der zweiten Reihe und dann habe ich irgendwie so einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht. Und dann haben mich die Bodyguards dann hinter die Bühne gezogen. Da bin ich dann wieder wach geworden. Bin dann hinter die Bühne gegangen, habe mit dem Schweizer Messer in diese Pappe da hinter der Bühne so ein kleines Loch geschnitten und da mein Objektiv durchgesteckt. Und so ist dieses Foto entstanden, was das symbolisierte, was ich haben wollte. Also dieser weltweite Presseboom, als der entlassen wurde, da brauchte ich den nicht von vorne. Ja? Da brauchte ich den mit seinem Gefangenenhaarschnitt von hinten zusammen mit den Kollegen, die da stehen. Oder was hier abgefahren ist, Hans-Jürgen, ich merke jetzt, wo du all diese Fotos, wo wir jetzt hier mal zusammen durch all deine Fotos gehen, wie sehr du eigentlich auch mich beeinflusst hast. Also wie sehr ich diese Reportagen aufgesogen habe. Ja. Und damals habe ich ja noch gar nicht fotografiert, jedenfalls nicht professionell. Und wie sehr ich so deine Bilder im Kopf habe, wenn ich selber fotografiere, da ist so viel übernommen, das ist irre. Du bist wahrscheinlich eine Inspiration für Tausende von Fotografen. Aber wer war denn für dich mal eine Inspiration? Was würdest du sagen, wer hat dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst? Ja, also diese klassischen Fotojournalisten, die es gab. Man muss ja, als wir Fotografen wurden, da gab es ja das Internet noch nicht. Mhm. Es gab in Deutschland, es gab zwei, drei Buchhandlungen, die gute Fotobücher führten. König da, und dann gab es den Schürmann, der immer in Aachen eine Buchhandlung hatte, und meine Kumpels kamen aus Aachen, und dann haben wir immer beim Aperture Verlag Fotobücher bestellt, weil bei uns hatte, beim Studium, da hatten die nicht viel Ahnung, ja, von dem, was uns interessierte. Und heute kannst du im Internet ja alles gucken. Du kannst dich orientieren, was machen die Kollegen, was macht der in Ouagadougou und in New York und in Johannesburg. Das gab es alles damals nicht. Also ich losgefahren bin ich, meine ersten Alaska-Stories, auch von der Technik. Ich habe mit 400 ASA-Filmen bei Schnee, Sonne auf Schnee fotografiert, ja, bei Blende 16 oder 22 oder was auch immer das Objektiv hergab, von Beugungsunschärfe und alles, habe ich nie gehört. Diese ganze Technik habe ich dann später gelernt, weil ich auch viele Fehler gemacht habe oder auch nicht gelernt, ja, und ja, ist denn dein Anspruch auch immer so ein bisschen gewesen, relevanter Teil der visuellen Wahrnehmung oder überhaupt der Wahrnehmung der Dinge, die es auf der Welt gibt oder die passiert sind, zu sein? Also oder hast du fotografiert für dich oder eher, Dinge festzuhalten, um sie der Welt zu zeigen? Nee, ich habe nie für die Schublade fotografiert. Das fände ich ein unmoralisch. Ja. Ich habe jetzt diese Fotos aus Afrika hier nicht. Ich kann doch jemand, der stirbt, nicht eine Kamera in die Fresse halten, sorry für das harte Wort, ins Gesicht halten und das Ding hinterher ins Museum hängen, ja. Mhm. Ich habe mich mal sehr geärgert, habe mich da auch mal in den Mund verbrannt, als Gilles Perez in der Howard Greenberg Galerie in New York Bilder gezeigt hat, die für $3,000 verkauft hat, als dann die Bulldozer die Leichen in Ruanda in die Gräben schoben. Und das konnte ich nie, ja. Ich ärgere mich auch, wir haben ja darüber gesprochen, wenn Leute in Kriegen fotografieren und keine Bildunterschriften drunter machen. Oder ich dann auch
auch jetzt verbrenne ich mir dann wieder den Mund, in den Deichtorhallen dann Bilder sehe aus Kriegen und da steht auch kein, und der Fotograf, der berühmte Magnum-Fotograf weigert sich, BOs drunter zu machen und man weiß nicht, ist der, der da schreit in Libyen, im Irak, im Iran, in Afghanistan oder wo immer fotografiert, das ärgert mich. Deswegen gibt es bei mir immer BOs, die Bilder werden in historischen Zusammenhang eingegliedert, man muss es verstehen, ich hatte auch immer so den Anspruch, meinem Publikum, dem großen Publikum, auch wirklich einen Inhalt zu vermitteln. Der war immer subjektiv, ja, also auch meine Bildsprache, direkt mit dem Weitwinkel mittendrin, das war immer subjektiv, das war damals hip und in. American Vogue wollte mich mal anheuern, als ich saß ich mit Cornel Kappa da im ICP in New York, hatte gerade den Journalism Award gekriegt, hatte eine Ausstellung im ICP zusammen mit Kappa, der wollte immer eine Ausstellung mit mir zusammen haben, seine Abschiedsausstellung, weil ich ihn an seinen Bruder Bob erinnern würde, wie er immer sagte, ja, und so als Ritterschlag. Und dann rief der Artdirektor von Vogue an und fragte, ob ich ob ich ein Shooting machen würde, ein Modeshooting in New York. Louis Malen, berühmter Filmdirektor, hat da Onkel Vanya, so eine Tschechow-Novelle verfilmt, in der Bronx, in irgendeinem Slum. Und da wollten sie diese, und ich hatte am Tag vorher bei diesen Award-Ceremonies so eine halbe Stunde oder 20 Minuten meine Arbeiten präsentiert und eine kleine Rede gehalten. Und da waren die ganze Vogue-Bande. Und dann habe ich gesagt, okay, but I'm not a fashion photographer, you know that? Sagte, yes, 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 we know, but you are raw, you are hot. Ja? Das waren so diese Kriterien für die, diese brutale Fotografie, die ich ja so damals drauf hatte, so wirklich mittendrin, das wollten die als Mode haben. Wurde auch Mode, aber ich musste ihm leider absagen, weil ich war eine Woche später mit meinem Stern-Redakteur verabredet in Chiapas in Mexiko, um Subkommandante Marcos zu fotografieren, so einer dieser, da gab es so einen Guerillakrieg im Dschungel und dann habe ich dann das Vogue-Shooting abgesagt, sonst würden wir vielleicht heute gar nicht reden, bin nach Mexiko gefahren, habe das fotografiert, kam nach Hamburg zurück, der Chefredakteur hat gewechselt und der Neue sagte, ich werde von dem Alten, werde Aufträge, die der Alte in Auftrag gegeben hat, kein Bild mehr drucken. Und so ist dieses Ding nie gedruckt worden. Also solche Dönkes gibt es bei Fotografen wie mir ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zeit ist, ich könnte jetzt noch 2 Stunden erzählen, das ist das letzte Bild. Ihr seht, ich habe dann auch mal jetzt einen dicken Blitz dabei manchmal und blitze mir auch mal Sachen auf. Ich lasse mich ja dann auch inspirieren von jungen Fotografen, was die so machen, ja, und wie die arbeiten und gucke, ob ich vielleicht was Neues finde für mich, denn das, was ich bisher gemacht habe, diese Welt, das ist vorbei, das sehe ich ein, es tut mir weh, aber ich habe mich da abgenabelt jetzt und jetzt gibt es vielleicht irgendwie, ich habe noch den Kopf voller Ideen, gibt vielleicht was Neues. So, jetzt Ende Gelände, ja. Ach. Ich weiß nicht, wie die Zeit ist, keine Ahnung, habe keine Uhr hier stehen. Wir haben noch 5 Minuten, wenigstens 5 Minuten. Aber also, es gibt ja vielleicht eine Menge Fragen, die es dann noch gibt. Ja, glaub, ne, die meisten schreiben eigentlich nur, wie sehr du sie beeindruckst. Das ist, mich auch und ich habe ja schon erzählt, dass ich eigentlich, wir hatten heute schon mal telefoniert, ja. dass mich deine Russland-Reportage so dermaßen sprachlos hinterlassen hat. Was würdest du denn jetzt aus heutiger Zeit sagen? Was war denn so die Zeit, die dich am meisten beeindruckt hat oder fast, ich würde fast sagen, wo du am meisten Saft im Fleisch hattest. Also wo du sagst, alter Falter, da war ich vital, da war ich draußen, da habe ich mich Dinge getraut. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch würde. Was war so die Zeit, die dich da am meisten geprägt hat? Naja, gut, das war auch in meiner Geo-Zeit, wie ich da rumgefahren bin. Ja, also 3 Monate im Südpazifik, so ganz alleine und versucht, dieses tolle Buch von Georg Forster umzusetzen. Bin einmal über so eine Schlucht auf so einem glitschigen Bambus lang gehangelt und wenn ich da runtergefallen wäre, Dinge, die ich gemacht hätte, bin in Russland auch schon mal mit einem Flugzeug mit brennenden Triebwerken zurück nach Moskau gefahren, gerade noch so gelandet. Also da hat man manchmal Dinge gemacht. Ich bin bewusst nie in Kriege gegangen, weil Kriege waren nie mein Ding. Im ersten Irakkrieg war ich, oder das war der zweite, war ich
eigentlich embedded, einer der wenigen Deutschen, vielleicht der einzige, der bei der 86 Airborne in Fort Bragg embedded war, den die akzeptiert hatten, weil ich ja mal auch bei der meine Examensarbeit über die Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht hatte. Ich hatte Kommando Spezialkräfte mal fotografiert, war mit denen unterwegs gewesen und war der Einzige, den die jemals zugelassen haben, bevor da diese nationalistischen Tendenzen da sich breit machten, wie man ja jetzt liest. Und so haben die Amerikaner mich da irgendwie zugelassen. Aber ich sagte, nee, will ich nicht. Das ist nicht mein Krieg. Ich kenne ja eine Menge Kriegsfotografen und schätze die und war befreundet. Tim Hetherington ist dann gekommen in Libyen, ja, und der ja tolle Sachen gemacht hat, dann in Afghanistan auch gefilmt hat. Aber das war nicht mein Ding, ja. Der ist der Jochen Pies, ein junger Fotograf von uns, der von der Nannenschule in Hamburg, ist dann gleich in Tschetschenien erschossen worden, gleich am Anfang. Ja, Gabriel und Grüner, Volker Krämer, hatte ich erzählt vorhin, sind umgekommen. Das war nicht mein Ding. Ich wollte mich lieber in so Themen reinwühlen, ja. Russenmafia, klingt einfach, fotografiere das mal, ja. Da bist du lange am Recherchieren, da musst du mit Leuten, die musst Leute überzeugen, ja. Und ja, dann hat dann... Ja, müsste ich mal unterbrechen, weil du hast jetzt schon wieder diesen kleinen Ausschnitt und ich weiß ja, dass du das, was du uns jetzt gezeigt hast in der letzten Stunde, das kann ich einfach mit 10 oder 50 multiplizieren und wird immer noch nicht an die Zahl der Fotos rankommen, die du in echt fotografiert hast. Wird es denn sowas wie ein Lebenswerk Hans-Jürgen Burkhardt geben, so einen großen, dicken Bildband, wo ich alles angucken kann? Wenn ich nicht mehr laufen kann, ja. Im Moment habe ich noch ein paar Ideen und will noch ein bisschen fotografieren. Ich muss jetzt gerade ein paar Dinge aufarbeiten, ja. Mein Freund Volker Hinz, ein Sternkollege, der ja leider vor gar nicht langer Zeit verstorben ist, oder ist das schon wieder fast ein Jahr her, ja, gestorben ist, hat ja ein Wahnsinnswerk hinterlassen und der wusste, glaube ich, dass es dem Ende zugeht und dann hat er sein ganzes Archiv, und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, total aufgearbeitet, alles beschriftet, alles fertig gemacht, sodass der hat ein wirkliches tolles Lebenswerk, dass es bleibt. Bei mir ist es Chaos, ja. Wenn ich den Löffel abgebe, dann liegen da Bilder in Hängeregister-Schränken, die liegen in Plastikcontainern rum. Da weiß keiner so richtig, wo die jetzt genau sind. Und ich habe jetzt angefangen. Ich hatte dir ja mal so ein PDF geschickt mit 350 Bildern aus Russland. Oh ja. Du siehst, die sind alle beschriftet. Ja. Ja. Ich wusste, dass wir noch 5 Minuten haben, dann hätte ich hier das ein bisschen dichter gemacht und hätte noch 2-3 Reportagen mehr reingemacht. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Ausschnitt. Aus 10 Jahren Geo habe ich jetzt 2 Stücke gezeigt und 3 aus dem, vom Stern. Da ist so viel mehr entstanden. Also auch zwischen den Bildern, die jetzt als Doppelseiten gedruckt worden sind. Und ich muss sagen, eigentlich zählte nur das. Ja? Das Bild in der Schublade, das Journalistische zählt nicht. Das Bild, was gedruckt wird, die Sachen sind überall in der Welt nachgedruckt worden. Die sind da gab es Live noch, da gab es Look in den Anfangsjahren von Asahi Shimbun bis Globo Magazin, von El País bis La Stampa, die sind überall nachgedruckt worden und sag mal, weißt du, was ich noch mal persönlich wissen will? Bei mir ist es auch so, dass ich den ganzen Tag fotografiere und das in die Redaktion reinspiele. Und wenn ich dann teilweise sehe, was da veröffentlicht wird von den Sachen, die ich dort reinspiele, und ich weiß aber, dass ich geilere gemacht habe und auch reingespielt habe. Hat dich das manchmal geärgert, dass die Redaktion, die Bildredaktion am Ende doch andere Fotos vielleicht benutzt hat, als du gesehen hast oder wo du andere Motive wahrscheinlich stärker fandst, als die veröffentlicht wurden? Wie sehr kannst du dich da trennen so? Ja, ich bin da immer sehr, sehr engagiert. Ich habe jetzt leider dieses Bild hier nicht drin, blöd. Ja, ich habe mal so ein Kind fotografiert, was von Fliegen übersät ist bei dieser Reportage. Leider das andere habe ich jetzt nicht hier dabei, im Sudan. Und dann bin ich morgens, weil ich wusste, der Chefredakteur steht auf so diesen Macho-Kram,
ein bisschen und hatte noch so eine alte Handgranate hier rumliegen, ohne was Zünder natürlich. Bin morgens so symbolisch bei dem vor der Konferenz ins Büro gesagt, Herr Funk, wenn Sie dieses Bild nicht drucken, ja, dann ziehe ich das, die Granate, ja. Und der mochte solche Dinge, so Symbole. Ja. Und dann hat er eine Eigenwerbung rausgehauen aus dem Heft, hat mir eine Doppelseite mehr gegeben von so einem Kind, was mit Fliegen übersät war. Ein knallhartes Bild. Hm. Jubiläumsheft des Stern, 50 Jahre Stern. Und so habe ich dann für meine Bilder gekämpft. Das hat dann aber auch Ärzte ohne Grenzen, die haben das benutzt und für ihre Kampagne. Und mit diesem Bild ist dann ganz viel Geld zusammengekommen, was dann direkt an diese Ärztin aus Bad Neuenahr, Lou Näkel, habe ich heute noch im Kopf, ging, die dort stand. Und da kamen die Mütter mit ihren Kindern an. Da sagte du links, du rechts, du links, du rechts. Erinnert uns an schlimme Zeiten. Das war diese Triage. Diese Kinder hatten keine Intensivmedizin. Die Kinder hatten keine Chance, weil die nichts mehr essen konnten. Die hatten Durchfall, die waren dehydriert. Und es gab nur beschränkte Reserven dort in diesem Camp. Und dann musste eine Ärztin Entscheidung über Leben und Tod treffen. Und das hat mich so beeindruckt. Das sind so diese wahren Helden für mich. Und dann habe ich für die und dieses Camp da dieses Geld gesammelt. Ich war, glaube ich, damals $40.000, die wir gesammelt haben, innerhalb von ein paar Tagen mit diesem Bild, mit dieser Kampagne. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt nochmal kurz zurück darf, also du begleitest jetzt da den Schriftsteller oder du bist mit dem Mafia-Bossen unterwegs, keine Ahnung, und lieferst Bilder ab und dann sagt die Redaktion, mach dir mal eine Auswahl. Du kommst ja immer mit ein paar hundert Bildern und die suchen sich dann 12 raus, wenn du Glück hast. Und da kämpfst du dann um die Motive und sagst, nee, das könnt ihr nicht nehmen, ich nehme dir das andere, oder hast du überhaupt kein Mitspracherecht da? Ja, eigentlich, was man der Redaktion gibt, ist in der Redaktion. Ja. Ja. Ich habe meine Auswahl vorher gemacht. Bilder, die ich nicht wollte, dass die gedruckt werden, die habe ich nicht reingegeben. Mhm. Wenn du die Bilder in die Redaktion gibst, dann gibst du sie aus der Hand. Ja. Ich glaube, bei den Geographics ist es ja so, dass musst du die Filme komplett abgeben. Ja, du musst sie auch durchnummeriert haben, ne? Da darfst du ja keine Lücke haben. Ich hab mir immer das Recht auf mein Edit bewahrt. Ich habe auch das Recht an meinen Bildern mir zurückgekauft. Ja, habe auf viel Geld verzichtet, auf einen Teil meiner monatlichen Bezüge. War ja immer fester Freier, nur teilweise fest angestellt, nur die letzten 2 Jahre. Aber habe auf Geld verzichtet, um die Rechte an meinen Bildern zu behalten und bestimmen zu können, was damit passiert. Ich war auch einer der wenigen, ich glaube der Einzige, den die im Layout erlaubt haben, beim Stern reinzugehen, weil ich auch mit den Layoutern, die haben ja auch einen Job. Das ist ein Teamwork. Ich habe höchstens mal gesagt, Leute, inhaltlich passt das nicht. Du hast dann von einem Motiv mehrere tolle Bilder oder ähnliche Motive, aber ein wichtiger Aspekt einer Story muss auch im Bild vorhanden sein. Mhm. Das ist dann manchmal ein blödes Bild, aber es muss irgendwie rein. So hat man sich immer durchgehangelt und ich muss auch sagen, die haben dann auch manchmal einen anderen Blick drauf. Als ich bei Geo gearbeitet habe und dann nachts meine Dias sortiert habe auf den Leuchttischen in der Art-Direktion, und habe dann in so einer Wohnung übernachtet, da im Verlag, so einer Gästewohnung, kam dann morgens runter und die Layouter waren da und der Layout-Chef, Art-Direktor, hatte sich aus den Mülleimern, die voll waren mit Dias, voll, ja, hatten sich Bilder rausgezogen und die als Doppelseiten eingespiegelt. Ja. Und die hätte ich weggeworfen. Hm. Ich ärgere mich ohnehin, dass die Bilder alle weg sind, denn das, was damals ein Fehler war, schiefe Horizonte, Bleeding Pictures, angeschnittene, überblitzte, was auch immer, wo es heute Apps gibt, um diese Sachen reinzumachen. Ja, das ist verrückt, ja, ne? Das habe ich damals alles weggeworfen. Ich habe dann bin so über die Leuchttische gegangen, habe mir von einem Film 3, 4 Dias behalten und den Rest in die Tonne. Hätte ich die heute noch, ja? Viele Bilder, wo ich heute sagen würde, Mann, das ist eigentlich viel besser aus der heutigen Sicht. Ich bin ja auch irgendwie geprägt worden. Ich bin damals in die Stadtbibliothek in Koblenz gegangen, wo es so eine Amerika-Bücherei gab. Da lagen die Live-Looks-Geographics rum.
die habe ich dann manchmal geklaut und das hat mich inspiriert, aber da waren die Horizonte immer gerade, ja, mhm. Ich hatte den Bruch auch irgendwie bei mir, der ist jetzt genetisch irgendwie drin, ja, das, was wichtig ist, nie im Bruch ist. Ich habe selten Hochformate fotografiert, weil ich wollte die Doppelseiten haben und ich habe gezielt für ein Magazin fotografiert, auch um so einen narrativen Flow in so einer Story zu haben. Du erzählst ja was, ja. Das ist ja keine Ansammlung von Einzelbildern. Und diese, und das hatte ich wirklich so verinnerlicht. Und ich kam dann eigentlich bis auf die Erbsenzähler, ja, in den Spesenabteilungen mit allen eigentlich so ganz gut klar. Und wenn es mal Schreiber gab, die gab es auch mit, und ich war mit den Texten nicht einverstanden, dann bin ich auch zum Chefredakteur gegangen und es gab mal einen Fall, wo dann das Ding nie gedruckt wurde, weil ich sagte, mit dem Text meine Bilder nicht. Ja. Du sag mal, Hans-Jürgen, letzte Frage, weil wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wird es mal sowas wie eine Hans-Jürgen-Burkhardt-School geben? Also irgend so ein wird es nicht geben. Hast du, dass du dein Wissen mal an junge Reportagenfotografie weitergeht? So ein Wochenende mit Hans-Jürgen? Ja, die in Hannover finde ich ja klasse, die Jungs, die da aus der Schule kommen. Muss ich ehrlich sagen, gibt es wahrscheinlich auch andere. Aber ich kenne nur mal einige von denen auch persönlich. Eine von denen, Vivian Rutsch, hat so ein zauberhaftes Buch gemacht, sehr persönliches Buch, könnt ihr mal googeln, kann ich jetzt im Einzelnen nicht erzählen. Das war auch auf dieser Liste bei Lens Culture aus den besten Fotos 2020. Die hat dann nachts mit mir telefoniert und wir haben so gesprochen und ich habe ihr so meine Meinung gesagt und das fand ich dann toll, dass dann so junge Leute mich da auch mit einbeziehen, mich alten Sack in so eine Arbeit oder und akzeptieren, denn es gibt ja auch eine Menge, die sagen, was will der Opa erzählt vom Krieg, ja? Was will der mir erzählen? Aber ich glaube, ich kann noch eine Menge erzählen aber die Guten sind auch immer bereit zuzuhören und sich auszutauschen. Und das muss ich sagen, das genieße ich, ja? Ich habe es noch nicht so oft gemacht. Ich habe in Hamburg an der Nannenschule den Versuch, den jungen Schreibern mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wer wir Fotografen sind und dass wir nicht nur uns über die Muskeln definieren, die Stative schleppen, sondern dass wir auch was in der Birne haben. Aber gut, vielleicht... Das würde ich fast schon mal als ganz, ganz wundervollen letzten Satz so stehen lassen. Wir Fotografen haben auch was in der Birne. Hans-Jürgen, es war unglaublich spannend und ich werde jetzt einfach in Zukunft mehr darauf achten, auf dich, was ich von dir sehe und ich hoffe sehr, dass du noch ganz viele Jahre fotografierst. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann mal sich wieder dreht und solche kostbaren Bilder, wie du sie machst, irgendwann mal wieder eine größere Relevanz kriegen. Ich würde mich mega freuen. Ja. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drücke dir alle Daumen dieser Welt, dass du, ja, dass du uns noch lange, 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 lange Zeit beehren wirst mit deinen Fotos. Okay. Vielen lieben Dank. Okay, schönen Abend, tschüss. Danke, lieber Hans-Jürgen. Ciao. Also, dann bleibt mir nichts weiter, als euch fürs Zuschauen zu bedanken, mich fürs Ganze, beim ganzen Team zu bedanken für die letzten Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bleibt gesund über die Feiertage. Und ich wünsche euch alles ein wundervolles neues Jahr. Und drücken wir uns die Daumen, dass das nächste Jahr irgendwie besser wird als dieses arschige 2020, als es jetzt nur echt langsamer vorbei sein kann. Also, macht's gut und bleibt gesund. Und immer gut Licht. Ciao. Thank you.